Heute sprechen wir über die Abiturverleihung, auch über den Abiball. Da ein paar Tipps davon zu mir und zwar nämlich fünf Dinge, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute sprechen wir mal über die Feierlichkeiten, wenn das ganze Prozedere denn rum ist, wie es ja für viele von euch aktuell der Fall ist. Und bei mir persönlich war es so, dass Abiturverabschiedung und Abiball getrennt waren. Das bedeutet, es waren einfach zwei. An zwei verschiedenen Tagen. Bei manchen ist ja, glaube ich, der Abi-Ball irgendwie auch die Abiturverabschiedung oder so. Aber auf jeden Fall ist es natürlich einfach ein mega, 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 mega besonderer Moment, den man definitiv richtig auskosten sollte. Und es ist halt auch eine Sache, die ist absolut einmalig. Und deswegen sollte man sich im Vorhinein auch schon Gedanken darüber machen, was will ich an diesem Tag denn eigentlich erleben, dass man dann im Nachhinein, wenn man es eben nicht mehr rückgängig machen kann, da auch nichts verpasst. Der erste Punkt ist mal, fühl dich einfach so geil du kannst. Und das am besten von vorne weg und den ganzen Tag. Weil das ist so eine Sache, die vielleicht in der Schule manchmal auch sehr negativ gesehen wird. Oder ja, spielt nicht so sehr in den Vordergrund und so weiter. Und es geht auch gar nicht darum, dass du voll versuchst, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu kommen. Sondern vielmehr, dass du einfach nur für dich dich richtig geil fühlst. Das ist einfach ein Fuck yeah. Das ist zwölf 12 Jahre, 13 Jahre in der Schule. Und jetzt ist es ist einfach rum. Es ist einfach rum. Und da gibt es in meinen Augen auch für dieses Gefühl keine Grenzen. Renn einfach den ganzen Tag mit so einem fetten Dauersmal rum. You made it. Like, you made it. Es gibt einfach nichts. Es wird sicherlich noch ein paar Momente in deinem Leben geben, wo du mal so einen großen Abschnitt beendest. Wobei, eigentlich fast nicht. Nicht meinem Studium. Vielleicht wenn du heiratest, aber auch da fängt ja erst die Sache an. Deswegen eigentlich ist es die, die längste Zeit, die du mit irgendeiner Sache verbracht hast, außer machst du machst dann später richtig langen Job, aber da gibt es ja keine richtige Verabschiedungsfeier vielleicht. Das heißt, es ist eigentlich so die längste Sache, die du so offiziell verabschieden wirst. Und deswegen, es ist eine absolut einzigartige Möglichkeit und deswegen feier dich einfach so viel, wie du kannst. Zweitens, connecte nochmal mit all deinen Mitschülern. Das bedeutet, Versuch nochmal an die ganzen Erinnerungen zu denken, vielleicht auch gemeinsam da nochmal ein bisschen drin zu schwelgen, der ist siebte Klasse, da der Skikurs, als wir den Lehrer da so verarscht haben, keine Ahnung was, genieß es, genieß es, genieß es, squeeze, also presse wirklich jede, jedes schöne Ereignis da nochmal raus und denk, damn, war das eine geile Zeit. Vergesst vielleicht auch einfach mal ein paar Fehler und Vorkommnisse mit anderen Leuten, mit denen du dich vielleicht mal an gewissen Punkten nicht so gut verstanden hast. Sprech mit denen offen darüber ähm, und versöhnt euch vielleicht da auch einfach noch mal. Ich finde, es geht beim Abiball und bei der Abiturverabschiedung einfach darum, diese, diesen ganzen langen Zeitraum einfach noch mal mit einem schönen Ambiente einfach abzuschließen. Da gehört doch einfach in meinen Augen sehr stark dazu, dass man sich mit den Menschen, denen man eben diese ganze Zeit verbracht hat, sich da noch mal extrem verbunden fühlt, sich einfach noch mal bewusst macht, wie sehr ein vielleicht auch wenn der Zusammenhalt nie so mega krass war, die Zeit vielleicht doch einfach zusammengeschweißt hat und mit diesem schönen Gefühl der Verbundenheit dann im Prinzip das Ganze zu beenden und dann in sein neues eigenes Leben rauszustarten, ist einfach ein super geiles Gefühl. An dritter Stelle sagt dein Lehrer mal danke das ist glaube ich eine Sache, die gar nicht so viele machen, aber in meinen Augen unglaublich wertvoll ist. Ich habe es auch bei weitem nicht bei jedem Lehrer gemacht, um Gottes Willen, auch wenn es eigentlich trotzdem schön wäre, aber ich habe es auf jeden, bin auf jeden Fall zu ein paar Lehrern hingegangen und gesagt, hey, ähm, Herr XY, ich fand äh, Ihren Physikunterricht echt schön, es war echt spannend, die und die Sachen fand ich echt cool ähm, und es ist einfach schön, es ist einfach schön. Es gibt dir ein gutes Gefühl, es gibt dem Lehrer vor allem ein gutes Gefühl. Lehrer arbeiten ja die ganze Zeit, ohne irgendwas konkret herzustellen. Das weißt du stehst die ganze Zeit nur da und erzählst und erzählst und erzählst und du merkst aber gar nicht so richtig die Veränderung. Es gibt vielleicht mal ein paar Noten raus, aber es gibt immer gute Schüler, es gibt immer schlechte Schüler und du siehst gar nicht so stark die Resultate von deiner Arbeit, weil auch was aus den Schülern wird, weil, lernst du vielleicht erst in drei, vier, fünf, vielleicht erst in zehn, 20 Jahren kennen. Und dann ist es einfach super schön, wenn sie an diesem Abi-Ball mitbekommen, dass es dir einfach gefallen hat und dass sie dir was mitgeben konnten. Das ist einfach, glaube ich, für sie der größte Dank. Deswegen macht das unbedingt, 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 weil auch das wieder dafür sorgt, dass man mit dem ganzen Ding auch mit im Verhältnis mit den Lehrern, mit der positiven Sachen abschließt und sich dann einfach wieder auch auf alles, was kommt, fokussieren kann. Dann würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, zu deinen Eltern zu gehen, denn äh, es ist definitiv ein sehr, sehr krasser Moment. Es ist einfach ja ne, ein einschneidender Punkt in deinem Leben, wo man jetzt einfach sehr viel auch schon mit der Familie, vielleicht gemeinsam mit vielleicht auch im Kontext mit der Schule. Und jetzt hat man es geschafft und vielleicht hast du ein super Abi, wo deine Eltern super stolz drauf sind und deine Eltern sind stolz darauf, dass du es geschafft hast oder was auch immer. Und es hat einfach nochmal stärker zusammengeschweißt, dass ist jetzt einfach vielleicht einfach ein Moment, wo es ähm, da vielleicht auch Zeit ist, Danke zu sagen. Und ja, vielleicht auch einfach noch ein paar Dinge auszusprechen, die man bisher nicht gesagt hat. Ähm, und die Chance würde ich auf jeden Fall ergreifen, weil ich da eventuell sicherlich noch ein paar. Sehr emotionale und äh, wunderschöne Gespräche entwickeln könnten. Und dann als aller, aller, allerletztes, nach, nach, nachdem du all diese Dinge gemacht hast, nämlich gefeiert hast, mit deinen Eltern gesprochen hast, mit den Mitschülern Spaß gehabt, hast, gefeiert hast bis zum Umfallen, ähm, ja, mit, mit den Lehrern nochmal gesprochen, einfach mit jedem und du alles nochmal maximal ausgekostet hast, würde ich dir ganz am Ende, ganz am Ende von dieser Nacht oder von diesem Abend und dieser Veranstaltung empfehlen, nochmal Zeit alleine zu verbringen wo du dann wirklich diesen ganzen Trubel, der jetzt mal einfach ein bisschen sacken lässt, das Ganze ein bisschen verarbeitet ist, vielleicht allgemein auch über deine Schulzeit reflektierst. So, wer waren eigentlich wirklich meine besten Freunde? Was habe ich in dieser ganzen Zeit gelernt? Äh, welche Tiefphasen hatten? Welche Höhenflüge hatte ich? Weil die Schule ist schon auch, finde ich, da rückblickend zeigt schon ein bisschen auch, wie das Leben funktioniert und dass es einfach nicht immer so kommt, wie man denkt. Und da ist einfach Ganze noch mal ähm, ja, wirken zu lassen, ist einfach, glaube ich, super, super wichtig. Genieß diesen Moment, wenn du dann vielleicht auch da alleine, vielleicht auch, keine Ahnung, nachts draußen im Sternhimmel stehst und so und im Prinzip so alleine vor dem Universum bist oder wie auch immer. Und dann einfach, damn, einfach diesen Moment genießen, stolz auf sich sein, ein bisschen zu versuchen zu realisieren, was einfach die ganze Zeit abging. Ähm, ja, und dann vielleicht auch zu überlegen. Wo soll es jetzt hingehen? Das ist, glaube ich, ein extrem entscheidender Moment, weil oft sind wir so im Tag täglich, oh fuck, fuck, das muss ich noch machen und so weiter. Und dann darüber nachdenken, was will ich in der Zukunft machen, ist oft so eine hektische Sache. Aber in dem Moment, wenn du einfach da stehst, dann kommen dir vielleicht ganz andere Gedanken, Gedanken in einer ganz anderen Qualität. Und ähm, das würde ich auch auf jeden Fall tun. Und jetzt an alle, die noch Abi-Ball und Abiturverabschiedung haben. Ich gehe morgen auch zu der von meinem Bruder, der dieses Jahr Abitur hatte. Freue ich mich schon drauf. Enjoy, enjoy, enjoy. Genießt die Zeit und für auch alles weitere danach. Ich glaube immer an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. me, especially if it's my dream, I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.